Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen und ich habe das Bedürfnis, jetzt einmal das noch genauer zu sagen. Es ist hier nur eine Prognose und vor allem möchte ich in den Kommentaren bei diesem brisanten Duell keine Hasskommentare lesen, keine Feindschaften lesen, sondern einfach nur sportliche Rivalität, die ist in Ordnung, aber scheiß das, scheiß dies, will ich schlicht und ergreifend in den Kommentaren nicht sehen. Bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Kommentator und das ist nur eine FIFA-Prognose. Ist nicht alles perfekt, geht einfach nur ein bisschen, um die Zeit zu überbrücken. Los geht's mit dem ersten Spiel. Viel Spaß dabei. Unter der Woche hatte man sowohl bei Holstein Kiel als auch beim SV Darmstadt 98 in der Schlussminute noch sicher geglaubte Punkte oder zumindest einen Punkt liegen gelassen. Hier kamen die Gäste aus Darmstadt gut in diese Partie und zwar so. Durch Marcel Heller in der 14. Minute machten sie dann auch das 1:0. Ein Ball auf den schnellen Marcel Heller, der diesmal die Genauigkeit vorm Kasten zeigen konnte. 33 Minuten dann auf der Anzeigentafel und dann auch Kiel das erste Mal. Jonas Meffert, 34. Der Ausgleichstreffer war geschafft, sein zweites Saisontor. Schindler scheiterte erst noch, aber Meffert dann eiskalt und haut den Ball unten links rein. Dann kam vor der Pause nochmal Holstein Kiel, Fernandes, aber mit der Parade. Mühling mit dem Kopfball, der auch im kurzen Eck sonst vermutlich gesessen hätte. Aber starke Parade des Darmstädter Schlussmannes. Der zweite Durchgang begann dann so wie der erste und zwar mit einem Tor für den SV Darmstadt und vor allem von Marcel Heller. Er hat die Wucht in diesem Schuss. Man hätte mit der Hereingabe in die Mitte gerechnet. Wohl auch Kronholm, der gar nicht mehr reagieren kann. 20 Minuten vor dem Ende kam dann aber auch nochmal die Kieler. Holland aber konnte es vermeiden. Die Kieler Fans waren da, aber das Spiel nach vorne war nicht zielstrebig genug, sodass es nochmal einen Konter gab in der 73. Und das 3:1 durch Jovan Jones diese Partie dann auch entschied. Ein verdienter Sieg für die Darmstädter Gäste, die sich durch die Pleite gegen Bielefeld nicht haben beirren lassen. Kiel hingegen verliert das nächste Spiel in dieser englischen Woche. Bielefeld gegen Köln, das kann man in dieser Zweitligasaison durchaus als Spitzenduell deklarieren. Beide waren unter der Woche erfolgreich mit einem Sieg und hier kam Dominik Drexler per Kopf zu seinem ersten Saisontor für seinen neuen Verein. Bielefeld eiskalt erwischt, direkt zum Start der Partie, keine Chance für Ortega, den zu parieren. Und Köln hätte hier noch einen drauflegen können durch Drexler wieder, aber jetzt ist Ortega Moreno dazwischen und reagiert klasse, verhindert das. Vor der Pause dann mal die Bielefelder und zwar durch einen Kopfball und einen Fehler von Horn. Sogar zum Ausgleich. Fabian Klos fehlte unter der Woche noch mit Oberschenkelverletzung. Jetzt war er wieder dabei und köpfte das Ding ein. Fehler von Horn sah auch nicht gut aus. Dann der zweite Durchgang eröffnet durch ein Kopfballtor von Andreas Vogelsam. Auch er stand nicht in der Startelf am Dienstagabend. Jetzt macht er hier einen Treffer und eine Stunde dann gespielt. Köln wollte den postwendenden Ausgleich. Spektakel in dieser Saison haben sie ja schon mehr und mehr zeigen können. Drexler dann 20 Minuten vor dem Ende fast mit dem 2:2. Doch das sollte es noch nicht sein, sondern Simon Terodde, der Torjäger vom Dienst mit seinem 11. Saisontor. Ein Wahnsinnswert nach 8 Spieltagen. Und so geht dieses Match 2:2 zu Ende. Geht unter dem Strich auch absolut in Ordnung. Eine spannende, eine spektakuläre Vorstellung, die kein Sieger verdient gehabt hatte. Noch immer wartet der MSV Duisburg auf den ersten Saisonsieg. Am 8. Spieltag trafen sie in der Schau ins Land Reisen Arena auf den SSV Jahn Regensburg. Die gewannen zuletzt 2:1 gegen Heidenheim. Die Zebras hatten hier aber den besseren Start. Durch Andreas Wiegel gingen sie nach 9 Minuten in Führung. Was für ein Tor. Keine Chance, den zu parieren für Pentke. Es gab nach 22 Minuten dann auch mal eine Möglichkeit für Regensburg und Mesenhöhler, der bei dem ein oder anderen Gegentreffer gegen Magdeburg, und das waren einige, nicht so gut aussah, zeichnet sich hier aus. Was für eine tolle Parade gegen Jan George. Da packt er alles aus, was er hat, fährt die Kralle aus und pariert. Aber wenig später im Anschluss dieser Situation nochmal die Möglichkeit für Regensburg auszugleichen. Früh in der Partie, keine halbe Stunde gespielt, aber Bobenheuer war diesmal dazwischen. Sörensen mit dem versuchten Abschluss, aber
Auch der ging nicht aufs Tor. Es war eine unterhaltsame Partie und Duisburg führte weiterhin mit 1:0. 44. nochmal Kopfball von Cauli Oliveira Sousa, aber direkt in die Arme von Penke. Der hält das 1:0 zur Pause fest. Nach einer Stunde wurde dann der Gast wieder gefährlicher. Grüttner, was für ein Schuss aus dem Winkel, wurde der echt gefährlich. Trifft nur das Außennetz. Doch die Gäste wollten es jetzt wissen. Geipel mit der Flanke, Thalhammer mit dem Kopfball. Auch der ging vorbei. Glück für Mesenhöhler. Und so gab es die Möglichkeit, in der 90. Minute zum 2:0 zu stellen. Das hätte die Entscheidung bedeutet. Aber Pentke war da, hellwach. Super Aktion von allen Akteuren. Schöne Flanke von links außen. Auch der Abschluss ist okay, aber Pentke eben in einer Riesenreaktion. Und so gab es nochmal die Möglichkeit in der 94. Minute zum Ausgleich. Aber die Latte rettet für Duisburg. Und endlich ist der erste Saisonsieg da. Die Zebras können sich feiern lassen. Gewinnen hier nicht unverdient mit 1:0. Sowohl der erste FC Heidenheim als auch der VfL Bochum konnten unter der Woche keine Punkte holen. Jeweils eine Niederlage mit einem Tor Unterschied. Hier hatte Robert Glatzel die erste Möglichkeit für die Gastgeber. Schöner Abschluss aus 18 Metern, dann, der aber dann doch rüberging. Auf der anderen Seite der VfL Bochum nach einer halben Stunde mal aktiv. Das ist Leitsch eigentlich in der Innenverteidigung zu sehen, aber Lukas Hinterseher ist da, wo man ihn immer zu sehen hat. In der 31. Minute steht er im Strafraum und köpft ein 1:0 für Bochum. Und es kam vor der Pause noch besser. Chung-Yong Lee mit dem 2:0. Heidenheim war bedient, machten bislang kein schlechtes Spiel, aber wurden eiskalt erwischt. Sie schlugen aber im zweiten Durchgang zurück. Robert Glatzel in der 64. Minute, sein 6. Saisontor bereits, kommt da mit der Fußspitze ran und trägt so Manuel Riemann aus. Und nur 20 Minuten noch vor dem Ende. Diese Möglichkeit, Riesenparade von Manuel Riemann. Es war wirklich klasse, wie er den noch gehalten hatte. Das wäre der Doppelschlag gewesen. Und die Möglichkeit eben zum Ausgleich noch mehr draus zu machen. Aber auf der Gegenseite gab es dann wiederum in der 77. Minute die Entscheidung. Robert Tesche mit dem Kopf zum 3:1. Heidenheim gab sich aber nicht auf, kam nochmal zum Erfolg. Und was für ein Treffer. Vollrückzieher-Vorlage. Glatzel haut den Ball mit dem Kopf an den Pfosten. Und von da ging er dann rein. Nicht zu halten für Riemann, der kassiert hier 2 Gegentore. Und nichtsdestotrotz gewinnt Bochum am Ende verdient mit 3:2. Der SC Paderborn spielt bislang eigentlich eine recht respektable Saison. Und doch wollen manchmal die Punkte nicht so wirklich stimmen. Zuletzt jeweils in den letzten Minuten Punkte hergeschenkt. Hier kam auch Aue besser in die Partie hinein. Erste Möglichkeit, aber kein Problem für Zingerle. Nach einer knappen halben Stunde dann die Möglichkeit für Paderborn zum 1:0. Zulinski zuletzt gegen St. Pauli noch erfolgreich gewesen, scheitert aber auch hier an Mennel. Auf der Habenseite hatte dann der FC Erzgebirge Aue das 1:0. Nach 35 Spielminuten nicht unverdient zu dem Zeitpunkt, aber auch Paderborn konnte nochmal vor der Pause etwas zeigen. Hochscheid klärt erst auf der Linie, aber Ben Zulinski staubt ab und macht dann kurz vor der Pause das 1:1. Mennel war geschlagen und die zweite Halbzeit wurde weiterhin sehr packend. Tepezay mit dem Schuss nach 59 Minuten ans Außennetz. Spektakuläre Aktion, der aber noch kein Erfolg tragen sollte. Gute Partie, aber auch Aue spielte mit nach vorne. Kvesic, erst ist da noch jemand dazwischen. Hertel in der 65. Minute mit dem Abschluss. Aber auch er trifft hier auf der Gegenseite Tepetai nur das Außennetz. Und Paderborn glaubte hier etwas mehr an den Sieg und belohnte sich dann auch. 87. Philipp Clement mit dem entscheidenden Treffer, 2:1 in der 87. Minute. Aue erholte sich nicht mehr davon und so gewinnen die Gastgeber mit 2:1. Bitter für Aue, die eine schöne Partie spielten und letztendlich doch mit leeren Händen nach Hause fahren müssen. Unter der Woche schaffte der SV Sandhausen das, was der erste FC Magdeburg am 8. Spieltag wieder versuchen möchte, nämlich den ersten Saisonsieg einzufahren im BWT-Stadion wollten die Gastgeber aber erstmal auf sicher spielen. Das taten sie auch bis zu einer halben Stunde. Erstmal gar nicht zu sehen von beiden Mannschaften. Lockeres Abtasten, dann Karl mal mit diesem Kopfball ans Außennetz. Vor der Pause gab es aber auch eine Möglichkeit nochmal für Magdeburg. Beck mit der besten Chance auf 1:0 zu stellen in der 42. Aber auch diese Aktion
nicht von Erfolg gekrönt. So ging es dann mit 0:0 verdient in die Pause. Es war wirklich keine äußerst spannende Partie. Stunde jetzt gespielt und Magdeburg wurde stärker. Wieder Beck. Ganz wenig fehlt da zum 1:0 Erfolg. Sollte jetzt aber noch nicht da sein. Glück auch für Lomp. Der wäre sonst gefährlich geworden. 10 Minuten vor dem Ende. Magdeburg wurde immer und immer wieder gefährlich. Kostli. Es fehlte einfach das Tor. Das Pech ist in der Saison noch bei Magdeburg zu spüren. Bis zur 83. Minute. Dann gab es diesen schmeichelhaften Handelfmeter. Paccarada war wohl mit dem Arm dran. Da gehört er nicht hin. Und auf der letzten Rille dieser Partie machte Türpitz das Siegtor. 84. Spielminute. Magdeburg gewinnt diese Partie mit 1:0 durch diesen Strafstoßtreffer von Türpitz. Nicht unverdient. Im zweiten Durchgang war Magdeburg die klar spielbestimmende und bessere Mannschaft. Und jetzt konnten sie sich endlich mal dafür belohnen, dass sie wirklich guten Fußball aufs Feld gebracht haben. In den letzten Wochen wurde die SG Dynamo Dresden unter Mike Walpurgis immer stärker. Und jetzt kam Greuther Fürth, die aber auch durchaus vernünftig in die Saison gestartet sind, hier ins Rudolf-Habich-Stadion. Und die erste Möglichkeit mützen die Gäste direkt zu einem Tor um. 7. Spielminute, Julian Green, 2. Saisontor für ihn, hämmert den Ball ins kurze Eck. Keine Chance für Schubert, da noch zu reagieren. Es gab dann in der Folge die Möglichkeit für Green sogar einen Doppelpack zu schnüren. Hier trifft er nur das Außennetz. Es wäre durchaus schon das zweite Tor in der Situation denkbar gewesen. Nach einer halben Stunde auch Dresden mal wieder auf dem Weg nach vorne. Nicolau dann mit dem Abschluss, aber weit vorbei am Kasten, keine Gefahr für Sascha Burchardt. Der zweite Durchgang ging dann etwas gefährlicher für Dresden los. Wahlquist mit der abgeglitschten Flanke, aber Burchardt ist auf der Höhe und klärt. Doch Dresden wurde jetzt stärker. Nicolau und der Abschluss von Rico Benatelli ist natürlich sagenhaft. Genau eine Stunde gespielt und das erste Saisontor vom ZDM führt zum 1:1. Doch Greuther Fürth wollte nicht lange mit sich reden lassen und Wittek legte für Mario Malucha auf. Und in der 73. stand es dann wieder 1:2. Doch Dynamo Dresden gab sich nicht auf. Mit den Fans im Rücken war hier noch einiges möglich. Nachspielzeit aber schon. Ebert nochmal mit dem Abschluss. Der scheitert an Burchardt. Und der hält letztendlich auch das 1:2 fest. Für Greuther Fürth der nächste Erfolg. Dresden ein kleiner Rückschlag. Aber dennoch präsentierten sie sich über die 90 Minuten sehr gut und hätten auch einen Punkt verdient gehabt. So verlieren sie hier mit 1:2. Aber müssen einfach so weitermachen. Dem Hamburger Sportverein eine Krise zuzuschreiben, wäre absolut die falsche Art und Weise, die letzten Wochen zu erklären. Doch es rödelt und rüttelt so ein wenig im Motor. Das möchte man hier gegen den FC St. Pauli im Stadtderby tunlichst vermeiden, noch schlimmer werden zu lassen. Die erste Möglichkeit gehört hier auch dem Hamburger SV. 10 Minuten gespielt, Wang ist das. Aber Robin Himmelmann ist im gefährdeten Eck und fängt den ohne Probleme ab. Dann wurde St. Pauli stärker. Duzia mit der Vorlage auf Marvin Knoll. Dass der Linksfußklasse Freistöße schießen kann, ist bekannt. Jetzt hier mit seinem schwachen Fuß trifft er ihn nicht optimal und zieht ihm am Kasten vorbei. Pollersbeck war noch dran und verhindert Schlimmeres. Da feiert er sich zurecht. Sah ja beim letzten Heimspiel nicht sonderlich gut aus. Doch weiterhin die St. Paulianer gefährlicher. Und Pollersbeck mit diesem Fehler leistet er sich fast den nächsten folgenschweren Bock. Aber Mats Möller-Deli kann es nicht ausnutzen, macht es noch gut. Aber Pollersbeck eben macht es selbst wieder gut. Immer wieder Fehler in beiden Hintermannschaften. Nervosität war zu spüren. Naray dann mit dem Abschluss. Aber er stand auch im Abseits, sodass dieser Treffer auch nicht gezählt hätte. Er hat hin und wieder mal diese Dinger drin mit seinem Tempo. Muss aber auf diese Situation gehen. Trifft hier nur den Pfostenstand, aber auch im strafbaren Raum. Dann gab es aber nach 32 Minuten den ersten Treffer in dieser Partie. Christopher Buchtmann mit dem 1:0. Sein schwacher Fuß besorgt hier mit diesem Hammer das Führungstor für die Gäste. Doch vor der Pause auch nochmal der Hamburger Sportverein. Was für ein Ball von Wang. Erst der Pfosten von Naray wieder. Der Feind, aber er stößt mit dem Kopf den Ball dann über die Linie. Zurück im Spiel der HSV. Das war jetzt vor der Pause auch verdient. Eine ausgeglichene Partie. Hatte nach den ersten 45 Minuten noch keinen deutlichen Favoriten für die zweite Halbzeit herauskristallisiert. Doch da starteten wieder die in braun gekleideten Gäste besser. Philipp Zierreis mal mit nach vorne gekommen. Lacroix kann nicht richtig klären. Buchtmann rutscht der Ball aber vom Fuß. Und in der Situation sieht man,
dass der zentral offensiv spielende Mittelfeldmann der St. Paulianer eben kein Rechtsfuß ist. Haut den Ball deutlich rüber. Die nächste Möglichkeit wieder für St. Pauli, Philipp Zierreis, aber Pollersbeck wurde stärker und stärker. Stunde jetzt gespielt. St. Pauli wollte unbedingt den Führungstreffer. Knoll erwischt den Ball aber nicht optimal und aus zu spitzem Winkel ist das dann kein Problem. Die Partie klang dann langsam so ab. Wir bewegten uns auf die Schlussphase zu. Es gab nochmal eine Möglichkeit für den HSV. Holtby auf Naray. Der legt den Ball einmal quer und Van Drongelen um ein Haar der Innenverteidiger mit dem Lucky Punch in der 85. Es sollte aber nicht mehr sein. Das Stadtderby endet schiedlich friedlich mit 1:1. Das geht auch so in Ordnung. St. Pauli im zweiten Durchgang etwas besser, aber der Sieg wäre auch nicht verdient gewesen. Und so trennt man sich hier eben mit 1:1. Der Stadtmeister muss dann wohl im Rückspiel ausgespielt werden. Heimspiel Nummer 1 unter dem Neutrainer Alexander Nuri. Beim 1. FC Köln sollte es am Ende zu keinem Punkt reichen, aber die Vorstellung war schon deutlich besser als zuletzt noch unter Stefan Leitl. Jetzt kamen aber die ungeschlagenen Eisernen in den Schanzer Audi Sportpark, der jedoch erstmal in dieser Saison noch nicht zur Festung wurde. Gute Möglichkeit von Akaki Gogia, aber Pech im Abschluss. Die erste Möglichkeit dann für Ingolstadt sorgte durch unglückliche Umstände zum 1:0. Union Berlin wieder mit Polter am Start, musste jetzt erstmal einem Rückstand hinterherlaufen. Sind sie auch in der Lage zu, aber Ingolstadt war erstmal beflügelt. 22. der nächste Abschluss, auch wenn das harmlos war. Es zeigte, dass die Schanzer durchaus gewillt sind, hier und heute viel aufs Feld zu bringen. Und sie spielten weiter vor der Pause. Nochmal eine Möglichkeit. Kittel mit dem Kopfball, aber der trifft nur das Außennetz. Gikiewicz wäre wohl vergeblich gesprungen. Und Ingolstadt machte das im zweiten Durchgang weiterhin sehr clever. Sonny Kittel mit dem nächsten Abschluss. Immer wieder Torchancen für die Gastgeber. Und Union Berlin kam schlicht und ergreifend kaum bis gar nicht zum Zug. 20 Minuten vor dem Ende dann mal diese abgeglitschte Flanke von Gogia, die etwas gefährlich wird, aber Knaller ist komplett auf der Hut und fängt den ab. 90. dann nochmal und das ist Friedrich, der Innenverteidiger, mit nach vorne gegangen. Es sollte nicht sein. Ingolstadt holt sich die ersten 3 Punkte unter Nuri. Nicht unverdient gehen sie hier als Sieger von dannen und Union Berlin hingegen muss den ersten Rückschlag in dieser Saison hinnehmen. So, hier seht ihr im Überblick nochmal alle Ergebnisse. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche oder beim nächsten Video wieder, was auch immer ist, Champions League oder Bundesliga. Naja, bis dann und ciao.